Bartholomew Seaman. Auf der Feldzählung die Nummer 5, Martin Pattig. Mit der 6, Daniel Reichel. Die 7, Marvin Schöpf. Mit der 13, Nico Gorzel. Die 14, Fabian Trippel. Mit der 16, Mario Andritsch. Die 17, Christian Kappacher. Die 19, Timo Neuhofer. Mit der 20, Oliver Philipp. Und die Nummer 24, Sandro Ikulic. Die Begegnung Borussia Mönchengladbach gegen Red Bull Salzburg wird geleitet von Schiedsrichter Alexander Roppelt. Und das ist hier an der Seite Cedric Schmidt und Marcel Kohlmorgen. Alle Informationen über die 53. U19 Champions Trophy bekommen Sie natürlich im Internet www.u19-cup.de. Dort sehen Sie dann auch die Ansetzung für den morgigen Tag, Tabellenkonstellationen und alle Informationen über die teilnehmenden Mannschaften. Ja, noch bei Facebook sind wir vertreten, facebook.de/U19-Champions-Trophy. Daumen hoch, gefällt mir und auch davon machen Sie dann keine News rund um das Turnier. Angekündigt geht es in dieser Gruppe 1, in dieser Begegnung um den Sieg in der Gruppe 1. Also wer qualifiziert sich als Erster und wer als
Zweiter für das Halbfinale am morgigen Tag. Um 10.30 Uhr geht es nämlich dann schon los mit dem ersten der Gruppe 1 gegen den zweiten der Tabelle 2, die Gruppe 2 sozusagen. Und 11.45 Uhr dann das Spiel des ersten in der Gruppe 2 gegen den ersten der Gruppe 1. Ja, und es gibt auch ein Wiedersehen mit der japanischen Hochschulauswahl, die belegt Weltplatz Nummer 3 in Gruppe 1 mit 6 Punkten und wird somit um Platz 5 und 6 spielen um 13.30 Uhr. So, noch ein Ergebnis aus der ersten Fußball-Bundesliga, der FC Augsburg und Schalke 04 trennen sich torlos 0:0. Und seit 15 Minuten läuft das Spiel Hertha BSC Berlin gegen SC Paderborn. Auch dort sind noch keine Tore gefallen. 0:0 in der 5 Stunden. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Alexander Wollert bittet zum Pausentee, wie man so schön sagt. Zwischen Borussia Mönchengladbach und Red Bull Salzburg nach 25 Minuten noch nichts passiert. 0:0.
In Kürze geht es weiter mit der zweiten Halbzeit. Borussia Mönchengladbach gegen Red Bull Salzburg. Und im Anschluss daran freuen wir uns noch auf ein Spiel in der Gruppe 2. Und da ist auch noch etwas drin in der aktuellen Tabellensituation. Beşiktaş Istanbul auf dem ersten Platz mit 7 Punkten, gefolgt von Borussia Dortmund mit 6 Zehnern. Brasil auf dem dritten Platz mit 4 Punkten. Die Fortuna auf Platz Nummer 4, ebenfalls mit 4 Punkten, damit schlecht im Torverhältnis. Und der FC Brügge mit 3 Unentschieden, sprich 3 Punkte auf Tabellenplatz 5. Und genau diese Begegnung gibt es gleich. Der FC Brügge gegen Borussia Dortmund. Also sollte der FC Brügge diese Partie hoch gewinnen, wäre noch etwas möglich für die belgische Mannschaft. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf den morgigen Finaltag, wie auch immer die Konstellationen sind. Erster Anschluss ist um 10.30 Uhr, da ist das erste Halbfinale, der erste der Gruppe 1 gegen den zweiten der Gruppe 2. Um 11.45 Uhr dann der erste der Gruppe 2 gegen den ersten der Gruppe 1. Erster gegen Zweite gegen den Zweiten der Gruppe 1. So, das ist dann richtig. So, das Spiel um Platz 5 und 6 gibt es dann um 13.30 Uhr. Um 14.45 Uhr dann spielt um den dritten Platz und das Endspiel. Um die 53. U19 Champions Trophy gibt es um 16 Uhr. Yes.
What do you buy now? So from City, das tu errado, gastou errado. Eu vi pra lá tudo. Não chegou, mas vai na frente, velho. Eu acho que é o pai dele, eu acho. Halbzeitpause hat es einige Wechsel gegeben. Wir fangen mal an mit Borussia Mönchengladbach. Nicht mehr im Spiel die Nummer 9 Gianluca Rizzo und die Nummer 18 Alexander Mischenko. Neu im Spiel die Nummer 8 Bartmorka Simakawa und die Nummer 11 Dennis Eckert. Die Nummer 6 Daniel Reichel, die Nummer 13 Nico Drossel,
die 20, Oliver Philipp. Und die Nummer 24, Sandro Ingolic. Dafür jetzt auf dem Rasen die Nummer 11, Lukas Friedrichs. Die 12, Maximilian Schuster. Die Nummer 18, Maximilian Meyer. Und die 22, Manuel Haas. Nicht mehr der heutigen Nummer 6, Michael Lieder. Dafür noch ein Spiel, die Nummer 7. Zeit William Nagel. Thank you.
Sag mal, du kannst dir alle auf.
Aí vira lá, 9 minutos. Tá bom? Ich habe
Alexander Boppel, der Schiedsrichter, hat die Begegnung gepfiffen. Nach 50 Minuten endet die Begegnung von Borussia Mönchengladbach gegen Red Bull Salzburg. Torlauf steht 0:0 und damit steht fest, dass Red Bull Salzburg die Gruppe 1 ja, zur führende Mannschaft in die Endrunde bringt auf der Weltklasse weiter. Damit sehen wir sie wieder im Halbfinale um 10.30 Uhr am morgigen Tag und auch Borussia Mönchengladbach als Tabellenzweiter.